Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute mal ein bisschen anders. Und zwar, hier gibt es so ein Outdoor-Schachspiel. Ich bin in 2 Minuten da und werde mal schauen, ob da jemand ist, den ich herausfordern kann. Und ja, wünscht mir Glück und Erfolg. Machen wir nochmal ganz kurz, weil es so schön ist, hier bisschen die Aussicht noch mal für euch. Zack, 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 zack. Ja, okay, also hier ist die Brücke. Wir laufen hier jetzt lang und dann sind wir jede Sekunde beim Schach. Wir kommen immer näher. Da kann man es, glaube ich, schon ein bisschen erkennen. Weiß ich nicht, ob es scharf genug war, aber ja, es wird auf jeden Fall Schach gespielt, aber nur auf dem Gartenschach. Mein Plan ist es, auf diesen Schachbrettern daneben zu spielen, also nicht auf dem großen Schach. Ich glaube, das ist cooler. Also frage ich mal einen von den 5 Beobachtern gleich, ob sie gegen mich spielen wollen. Ja, also wie gesagt, da ist es und da gehen wir jetzt hin. Hallo, spielt ihr auch Schach? Hätte jemand von euch Lust, eine Partie gegen mich zu spielen, vielleicht? Ja, ich habe auch Figuren dabei, dann können wir auf einem kleinen Brett. Klar, ja, cool. Nice. Ich wollte... Ah, Katharina. Hallo. Manu, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ich wollte die Partie filmen, wenn es okay ist. Okay. Also, wenn du damit ein Problem hast, dann nicht. Aber ich dachte, dann kann ich die danach auch analysieren und so. Ja? Ja, okay, cool. Wollen wir 3+2 kommen, dann verlieren wir nicht auf Zeit, oder? Spielst du denn okay, gerne ja, den passt. Modus? Ja, also 3-0 spiele ich schon auch online, aber okay. Das ist halt mit Pre-Moves. Und, ja, stimmt, das geht nicht so gut im echten Leben. Okay, dann gutes Spiel. Gutes Spiel. Ja, ich hatte vorher schon ein paar Partien gegen ihn gespielt und er hat eigentlich ziemlich interessantes Schach gespielt, aber ich wusste am Anfang natürlich nicht, wie stark er ist. Aha. Und ja, hier F3, hier kann man anscheinend ganz gut mit Dame B6 spielen und hier einmal die Bauern angreifen. Das ist eine ganz. Aber ich habe mich für E6 entschieden. Ja, es scoret bestimmt und gut, oder wenn die alle nicht wissen, E7. Was man dagegen spielen soll. Das ist witzig, wenn dann Springer C, C6 gezogen ist und man dann vorgehen kann. Ja. Okay. Nach dem. Also, du spielst gerne dubioses Schach. Ja, nur. Nur dubioses Schach. Ja, okay. Er hat mir auch erzählt, er wohnt sein Leben lang schon in Innsbruck und er hat so um die 1700 Elo. Und ich gehoffe, dass ich irgendjemanden finde, den ich komplett abziehen kann. Aber ich habe mich gefasst. Das hat leider nicht so ganz funktioniert, aber die Partie war ja sehr interessant. Attacke. Rochade und. Okay. So. Zack, zack. Habe ich schon ein paar ganz hübsche Ideen. Ich habe einfach am Darmflügel deutlich mehr Raum und das sollte ich auch ausnutzen, weil so ganz ohne ist das hier immer noch nicht, ne, mit kurzer Rochade. Deswegen habe ich das erstmal noch nicht gemacht und hier Dame B6. Dame B6 droht hier zu nehmen wegen der Fesselung und nach Läufer E3 kann ich trotzdem nehmen, weil dann der hängt. Das geht nicht, weil der hängt. Deswegen Taktik muss er hier gesehen. König H1 machen. König H1, dann ist alles gut, dann kann ich hier nicht nehmen, weil dann kommt Läufer Frage, E3 und dann ist die Fesselung sehr, sehr unangenehm. Aber ist natürlich auch nicht alles einfach in 3+2 hier zu überschauen. Sein Freund hinten hat uns die ganze Zeit auch zugeschaut. Und kennt ihr The Big Greek? Mhm, herausgefunden, dass sie Schachmatte auch nicht kennen, aber. Oh, der ist, ja? Der ist okay. Ja. Einer der wenigen. Ich habe abgecheckt, Deutschen, welche sie sonst so kennen. Welche deutschen YouTuber, das finde ich immer ganz interessant. Ich kenne, glaube ich, auch nur 2. Es gibt ja noch diesen Jungen, der wohl deutscher Meister war. Und Gustafsson gibt's. Ja, Niklas Huschenbeet, meinte ja, den. Genau, den meinte ich. Jetzt habe ich hier Schnapp gemacht. Den Karl Gustafsson, den finde ich ganz cool. Karl Gustafsson? Ja, der hat so einen trockenen Humor, den mag ich. Der heißt Jan Gustafsson. Achso, Jan Gustafsson. Ja, und hier ist halt Jan, wichtig, stimmt, dass ich dieses Zwischenschach habe. Das habe ich natürlich vorher schon abgecheckt. Und ja, jetzt habe ich halt einfach einen Bauern gewonnen und stehe schon ganz angenehm. So zerstört wird. Und ah, ja, das mein Läufer macht hier nicht viel, deswegen habe ich mich... Was ist denn jetzt hier mit... Zack. Habe ich für Läufer zu 5 entschieden.
Aha, dann machst du so. Weil ich habe auch D4 überlegt, aber dann kann er auch wegziehen und ich kann ihn nicht rausnehmen wegen der Fesselung. Deswegen habe ich Läufer C5 gemacht. Haben Bauern mehr. Bauernfrau wäre nicht gegangen. Naja, ich dachte, er kann einfach Läufer F2, ich kann ihn nicht nehmen wegen der Fesselung. Ah, okay, ja, stimmt. Ich kann nicht gesehen. Aber das hat Manu natürlich alles durchschaut. Ja, nichts von dem Mann gesehen. Das ist natürlich immer schön zu sehen, wenn man die dann nicht sieht, ne? Ja, das ist die Lüge, oder was? Hätte man machen sollen, ja. Ist wahrscheinlich geschlagen. Aber gut, hat mich ja nicht so sehr geärgert, weil ich war trotzdem eine sehr gute Stelle. Schade, ne? Na gut. Schön, dass wir so ähnlich denken, Manu. Du guckst, nee, als ob ich aber was er hat es eingestellt. Er hätte sicherlich hier den König wegziehen müssen. Das guckt er bei mir auch immer. Ja, und hier war ich mir schon sicher, komm, Katharina, das machen wir jetzt, aber war nicht so einfach. Viele Felder hat der König nicht. Okay. So, eine Quali, Katharina, verdammt. Jetzt nicht auf Zeit verlieren. Ja, mein Zeitmanagement cool. Hat man auch schon in der Partie gegen Josephine gesehen. War nicht das Beste und ich werde immer so nervös mit so wenig Zeit. Na, guck mal, die sind auch mit Figuren hier hergekommen. Lass uns das mal lassen. Du kannst die hier auch rausnehmen. Ah, auch so kleine? Ja. Ah, okay. Genau, da hinten. Okay, okay. Ich wollte mich hier ablenken, ne? Ja, und hier muss ich eigentlich nur noch schaffen, zu rochieren, meine Figur zu mobilisieren und dann habe ich hier auch einen sehr starken Freibauern. Wenn ich das alles hinbekomme, dann ist das super. Ich könnte euch auch überlegen, in der Mitte zu bleiben. Aber gut, er hat hier die Spannung direkt selber aufgelöst. Ich habe meine Dame zurückgenommen, damit hier das nicht unangenehm wird. Und hier habe ich viel zu schnell Rochade gemacht. Ich habe gesehen, ich habe wenig Zeit und dann, upsie, habe ich wieder die Qualität zurück eingestellt, leider. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Hatte auch direkt gespielt und war nicht nötig. Ich meine, ich habe immer noch einen Bauern mehr und habe den Läufer, der ist sehr stark hier, mit, dass er auf G2 schaut. Aber es war halt überhaupt nicht nötig. Hier ist auch nicht so easy, sich zu entscheiden. Ich würde natürlich gerne nach G6 ziehen, um hier immer mal zu drohen, aber geht leider nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Dame nach C6 zu ziehen. Hat hier ja auch mal eine Batterie aufgebaut. Und ja, hier ist auch nicht einfach. Ich kann mit drei Figuren zurücknehmen. Aber ich dachte, die Dame steht hier gut. Der Läufer, der hat auch nichts auf C8 verloren. Deswegen nehme ich mit dem Turm. Und ja, also wie gesagt, wir haben die Qualität zurückgestellt. Aber es ist sehr, sehr schwierig für Schwarz hier die Stellung. Und ja, hier habe ich erstmal alles überdeckt. Dame G3 und ja, hier hätte er auch einfach seinen Springer umgruppieren können. Das wäre sicherlich besser gewesen. Aber nach Dame G3 habe ich hier D4 gemacht und bin jetzt hier sehr aktiv geworden. Und meine Dame, die kann nicht so einfach erstmal angegriffen werden. Der Springer hängt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, Turm mit einem Freibauern. Es wäre anscheinend besser gewesen, hier den Bauern mitzunehmen. Aber gut, ich habe immer noch einen Vorteil. Und jetzt noch Springer 5, droht matt, aber ich muss hier den einzigen Zug finden. Und, achso. Ja, jetzt kann Springer 5. Und zwar habe ich nur einen Zug, der hier gut ist, und zwar Dame G6. Alles andere ist schon schlechter für mich. Und ja, wenn die Dame wegzieht, hängt halt G2, beziehungsweise der Springer. Das heißt, ja, er muss hier eigentlich nehmen. Und hier hat er zuerst angetäuscht, Dame C6 gemacht. Und schon auf die Uhr fast gedrückt, aber ich habe ihm erlaubt, den Zug zurückzunehmen. Ja, also, du hast noch nicht gedrückt, na gut. Und hier dachte ich mir schon so, komm, Katharina, das machen wir. Hat er gesehen. Gerade und gerade, ja. Bauer ist stark. Das ist auch mit Increment, gell? Ja, ja, zum Glück. Zum Glück habe ich das verdammt eingestellt. Ich habe mich gefreut, dass wir. Er wollte den machen, der geht nicht mehr. Das geht leider nicht. Ich habe mich schon gefreut, dass ich mit Increment bespielen. Da kann mir ja nichts passieren. Und ja, der Springer hat keine Felder. Also D2 deckt das ganz gut. Deswegen muss der Springer H3 machen. Und jetzt F6, um G5 zu decken. Und wenn er nimmt, nehme ich zurück und habe hier einfach
erstmal mit den Doppelbauern losgeworden. Springer F2 und jetzt habe ich F5 gemacht. Oh. Und auf Zeit verloren. Okay, unverdient, unverdient. Das war deine. Oh nein. Das war meine Strategie, du solltest dich sicher fühlen. Und so, so gar nicht auf Zeit, schau nur auf die Uhr. So, also ich habe jetzt mit zwei sehr netten Jungs, die ich vorher noch nicht kannte, ein paar Partien gespielt und ach, ich war so aufgeregt mit den ersten Partien und ich muss sagen, ne, ich habe so schlechtes Zeitmanagement. Also ich habe auch mehrmals auf Zeit verloren, habt ihr ja vielleicht auch gesehen. Mal schauen, welche Partien ich jetzt zeige, die nicht ganz so peinlich waren. Also ja, man kann schon sagen, ich zeige euch nur die Partien, wo ich vielleicht noch am besten gespielt habe. Aber das war alles echt, war echt sehr lustig. Und ja, anscheinend gibt es hier viele Schachmöglichkeiten in Innsbruck. Und da werde ich vielleicht auch mal irgendwas abchecken. Also sie haben gesagt, dienstags spielen sie immer in einem Café oder so. Das sind die besten Schachspieler Innsbrucks. Da muss ich auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Da sind sogar Titelträger, haben sie gesagt. Also mal schauen. Ich mit meinem WCM-Titel. Kann ich ja mal sagen, hallo, ich bin Titelträgerin. Nee, aber war auf jeden Fall richtig cool. Und war sehr... sehr viel Überwindung für mich, das zu machen. Deswegen hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von so einem Format haltet. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und tschüss. Ja, und zum Abschluss noch einmal, das will ich euch nicht vorenthalten, das schöne Innsbruck. Weil Sonnenuntergang, gut, man sieht ihn nicht so richtig. Aber ja, ich mache mich jetzt auf den Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal.